meine Top 5 Gletscher-Skigebiete und die große Auswertung der Umfrage von euch zu den allgemein besten Skigebieten, das gibt's in diesem Video. Viel Spaß damit! Und damit darf ich dich nochmal ganz herzlich willkommen heißen zu meinem Ski-Update, in dem ich dir immer sonntags die wichtigsten News rund um den besten Sport der Welt hier auf YouTube und auf meinem YouTube-Kanal präsentieren darf. Heute ist Sonntag, der 20. Oktober 2019 und es sind nur noch 6 Tage, bis der Ski-World Cup hier in Sölden eröffnet. Heute im Video meine Top 5 Gletscher-Skigebiete, dann die Auswertung der Umfrage, wo ihr abgestimmt habt, welches Skigebiet allgemein das beste Skigebiet ist. Und ich kann dir schon mal verraten, es ist ein anderes Gebiet an der Spitze. Dann das Community-Treffen rund um den World Cup und unsere anderen Community-Treffen in dieser Saison. Der Head-Ski, der verlost wird. Alle Infos zur Verlosung gibt es auch in diesem Video. Und als letztes und auch zum letzten Mal die Sportwoche. Jetzt heißt es wirklich fit werden für den Wintersport. Das ist unser letzter Punkt im heutigen Video. Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir erstmal ein paar Kurven hier in Sölden und sehen uns gleich wieder. Viel Spaß! Die Top 5 Gletscher-Skigebiete. Gerade befinden wir uns in einem und es wird auch noch kommen. Aber es gibt auch ein paar andere Gebiete und die möchte ich dir gerne vorstellen. Und dabei möchte ich auch starten mit einem Ausreißer, den du vielleicht in diesem Video nicht erwarten würdest. Und zwar Le des Alpes in den französischen Alpen. Da war ich 2016 vor Ort und die Aufnahmen, die du gerade siehst, die sprechen Bände. Wirklich ganz breite Gletscherpisten oben zu finden, extrem tolles Panorama und dann auch die Verbindung nach La Grave als Freeride Eldorado und selbst muss man sagen, dort oben sehr viel Freestyle, also an alle Freestyler unter euch, die gerne im Park unterwegs sind, da oben in Le des Alpes, da geht richtig was ab. An Top 2 meiner Liste möchte ich den Stubaier Gletscher erwähnen, der aus verschiedenen Gründen bei mir in der Liste steht. Auf der einen Seite habe ich da meine Skilehrerausbildungen gefahren, das heißt, da ist auch eine emotionale Komponente hinter diesem Gletscherskigebiet. Auf der anderen Seite aber auch die Nähe zu Innsbruck und dadurch, dass es das größte Gletscherskigebiet in Österreich ist, auch wirklich eine große Auswahl an Pisten und eine extrem schöne Talabfahrt, die ich dir sehr empfehlen kann, die Wilde Gruben. Das Kitzsteinhorn ist das dritte Gletscherskigebiet, was ich in diesem Video empfehlen möchte. Ein sehr abwechslungsreiches Gebiet, was aber vor allen Dingen auch sehr anspruchsvolle Pisten hat. Wir waren damals mit einer Jugendfreizeit da vor Ort und da sind auch diese Aufnahmen entstanden. Und ganz neu in dieser Saison kommt auch die Verbindung zu Kaprun, eine neue Gondelbahn, die direkt von Kaprun aufs Kitzsteinhorn führt. An vierter Stelle kommt ein bekanntes Gletscherskigebiet, was wir vor 2 Wochen verfilmt haben, nämlich der Hintertuxer Gletscher. Im Zillertal gelegen, über 3200 Meter, bietet der Hintertuxer Gletscher einen Ganzjahresskibetrieb an. Sehr spannende Pisten, wie zum Beispiel auch die gefrorene Wand, warten da auf dich und auch gute Möglichkeiten einzukehren. Und zum Abschluss meiner Top 5 Gletscherskigebiete die 2 Gletscher hier in Sölden. Einmal der Rettenbachgletscher und der Tiefenbachgletscher, auf dem wir uns gerade befinden. Und natürlich die verschiedenen Möglichkeiten, die Sölden noch drumherum und auch das Ötztal zu diesen Gletschern auch in der Vorsaison und in der Spätsaison bieten. Das waren meine Top 5 Gletscherskigebiete und jetzt gleich soll es um die Auswertung der besten Skigebiete im Allgemeinen gehen. Diese Umfrage habe ich ja im Community-Bereich hier bei meinem YouTube-Kanal gemacht und da sehen wir uns dann gleich wieder. Fahren wir nochmal eine Runde. Bis gleich! Sehr gut. Und dazu erstmal vielen herzlichen Dank, denn über 600 Stimmen sind eingegangen bei der großen Umfrage und der Abstimmung zum besten Skigebiet 2020 im Community-Bereich auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt gilt es hier nochmal zu klären, welche Veränderungen es gegeben hat nach dieser ganz genauen Abstimmung, die wir vorgenommen haben. Dazu hole ich wieder mein Handy raus, denn es hat verschiedene Wechsel gegeben. Und dadurch, dass es 2 Teile in der Abstimmung gegeben hat, habe ich mich dazu entschlossen, die Gebiete, die im prozentualen Bereich beispielsweise im ersten Part, also unter den
den ersten fünf am schlechtesten abgeschnitten haben, trotzdem im ersten Part zu belassen. Sonst wäre es unfair, wenn ich diese Skigebiete auch noch mit dem zweiten Part vergleiche. Das bedeutet, wir beginnen bei der Abstimmung Part 2, wo es 647 Stimmen gab. Vielen Dank wirklich für diese Abstimmung. Und Top 10 dieser Gebiete bildet Obergurgl-Hochgurgl mit 14% der Stimmen, dann Obertauern mit 15% der Stimmen, Hintertux mit 17% der Stimmen, wo wir vor zwei Wochen waren. Dann kommt ganz knapp gefolgt der Stubaier Gletscher mit 18% der Stimmen. Und in Abstimmung Part 2 gewinnt Salbach hinter Glemm-Leogang mit weitem Abstand, nämlich mit 36% der Stimmen und landet damit auf Platz 6 unserer Top 10 Auswahl. Dann kommt der erste Teil, der große Part 1 der Top 5 Gebiete und da landet Silvretta Montafon auf Platz 5. Dann kommt Serfaust Fislades mit 19% auf Platz 4. Sölden, wo wir gerade auch stehen, landet mit 21% unter den Top 3 auf Podiumsplatz 3 bei Bronze. Dann kommt die große Veränderung. Sella Ronda Dolomiti Superski landet mit 23% auf Platz 2 der Abstimmung und Ischgl gewinnt dieses Rennen mit 26% der Abstimmungsergebnisse und ist damit auf Platz 1 unserer Top 10 Gebiete und der großen Umfrage und Abstimmung zum besten Skigebiet 2020 im Ski-Update. Und damit Handy weg und jetzt geht's auf die weiteren Themen. Und zwar geht's dabei um die Community-Treffen, also die Treffen zwischen euch Zuschauern und uns, die hier produzieren, Bastian im Hintergrund der Kamera und auch mir beim sogenannten Maha-Treffen. All diese Treffpunkte, wo wir uns in der Saison hier in den Wintersportorten treffen, die sind auf unserer Website maha-lifestyle.de eingegeben und da gibt's einen extra Reiter, eine extra Seite namens Maha-Treffen. Und das wichtigste Treffen, was ich jetzt gerade ankündigen möchte, ist das Treffen, was hier in Sölden stattfinden wird, nämlich zum World Cup der Herren am Sonntag. Und alle Informationen, genau wo wir uns treffen und so weiter, wirst du auf der Website finden und du kannst auch der Facebook-Gruppe beitreten, den Maha Lifestylern. Dort werden auch alle Informationen nochmal genauestens dargestellt. Falls du Fragen zu diesem Maha-Treffen hast, schreib sie unten in die Kommentare und wir können uns vielleicht per E-Mail dazu austauschen. Ja, und ein heiß erwartetes Thema in diesem Video ist natürlich das Gewinnspiel rund um den Head World Cup Rebels Icebeat. Dazu habe ich jetzt ein gesondertes Gewinnspielvideo erstellt, wo es um die Frage geht, wo bin ich zum ersten Skitag in dieser Saison Ski gefahren? Wenn du diese Frage richtig in den Kommentaren dieses Videos, was jetzt auch hier oben gerade verlinkt ist, beantwortest und volljähriger Abonnent des Kanals bist, dann hast du die Chance, diesen Ski zu gewinnen. Also rüber zum Video, auch unten in der Kanalbeschreibung verlinkt. Dieses Gewinnspiel geht bis zum 15.12., aber mach am besten jetzt schon mal mit und sicher dir deine Chance. Und kleiner Tipp, mach vielleicht auch noch mit dem YouTube-Kanal deiner Frau oder deines Mannes oder deiner Freunde mit, damit du eine größere Chance hast, an diesem Gewinnspiel ja, erfolgreich rauszugehen und diesen Ski unter deinem Tannenbaum liegen zu haben. Und dann kommen wir zum letzten Teil des Videos, auch zum letzten Mal zur Sportwoche, wo ich dich ja motivieren und inspirieren möchte, für dich für die Wintersaison so richtig fit zu machen. Und bei mir steht jetzt die letzte Woche des Fit4Ski-Programms an. Das ist Woche 8, Workout 1, direkt am Montag. Dann am Dienstag gehe ich joggen, wieder 45 Minuten. Am Mittwoch das zweite Workout, also Woche 8, Workout 2 vom Fit4Ski-Programm, wo ich mich dann auch von Julian verabschieden möchte und auch von diesem Programm. Du weißt ja, es gibt einen Gutscheincode Marius10, womit du das Fit4Ski-Programm wirklich mit 10% günstiger bepreist bekommst. Ich kann es dir an der Stelle nochmal ganz herzlich empfehlen, das Programm. Am Donnerstag geht es dann zum Krafttraining. Am Freitag gehe ich nochmal joggen. Samstag Pause, weil Autofahrt und Sonntag bin ich am World Cup, ist diesmal eine Ausrede. Ich schaue mir den Riesentorlauf der Herren an, drück allen die Daumen. Vielleicht komme ich abends noch zu einem kleinen Sportprogramm, aber eigentlich ist das auch als Restday angesetzt. Und jetzt vielen Dank, dass du bei dieser Abstimmung im letzten Video das Ski-Update als so gut empfunden hast. 93% der Zuschauer haben gesagt, dass sie das Ski-Update gerne weiterführen möchten. Und das freut mich natürlich immens, dass diese Resonanz so positiv ist und das Ski-Update so gut ankommt. Das heißt, ich werde das Ski-Update in der Saison weiterführen, immer sonntags dich mitnehmen in die wesentlichen Punkte, die es beim Wintersport gibt und in die Neuerungen, in die Bedingungen, was alles so zu erzählen ist. Vielen Dank für eure wirklich positive Rückmeldung dazu
Und ich freue mich natürlich, wenn die immer noch 75% der Menschen, die nicht abonniert haben, sich doch wirklich durchringen, den roten Button zu klicken. Und es gibt uns beiden, Basti und mir, die große Möglichkeit, mit dem Kanal mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen für den Wintersport zu begeistern und natürlich damit auch mehr Gegenden und verschiedene Berge zu zeigen. Es ist nicht schwer, den Button zu klicken. Ich freue mich sehr darauf und natürlich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, schönen Sonntag dir noch und bis dahin. Viele Grüße aus Sölden.